Hi, ich bin Astrid, bin Home-Story-Traderin und heute am 23. Februar 2018 hier auf dem Börsenparkett beim Frauen-Event. So, und von da aus möchte ich euch einen ganz kleinen Eindruck einfach mal geben. Und ja, es ist äußerst interessant, hier mal zu stehen, zu gucken, wie hier gehandelt wird, was gemacht wird und dass eben einfach ganz, ganz viel auch über Computer läuft und hier auf dem Parkett ganz wenig Leute sind. Ja, machen wir vielleicht nochmal einen kurzen Rundblick, wie es hier so ist. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel den Bereich, in dem die Spezialisten sitzen, die einfach die einzelnen Werte handeln. Interessant ist, dass nur 5% deutsche Titel hier gehandelt werden und der Rest einfach ausländische sind. Hier sieht man den blauen Börsenbullen auf dem Monitor sitzen. Ja, ich hoffe, das gibt euch einen kleinen Einblick und ist einfach mal interessant, so wie ich es auch interessant finde. Vorne zwei hinten dran. Und der ist hier permanent auf die Schluss geflogen, weil das Parkett war klar. Und dann ist einer mit so einem Motorkart, Motorgo-Kart, kennst du schon, umgefahren, machst du drauf, hast du hier. Das war wunderbar. Also, das ist der Christian Schlegel, der hier selber mal gearbeitet hat und uns heute ein bisschen was hier beim Frauen-Event über. Da unten ist so eine Kabine. Ja, und die gehen also bis zu 40 Meter hinten rein. Da waren die ganzen Abwicklungsdamen und Herren. Und die haben natürlich nie was angekommen. Und dann sind wir auch da reingegangen, dann kamen wir nachher. Das war wirklich schön. Vor allem face to face. Nicht mehr, wer hat den schnellsten Finger, wer hat den schnellsten Algo, wer hat den schnellsten Leitung. So, face to face. Wer da mal ein Fehler war, hat sich einen rausgelassen. Das war gut so. Und das ist hier, also 1990, also ich habe angefangen 1987. Und das fehlt mir. Das glaube ich. Viele arbeiten heute. Wieso? Ich jetzt vielleicht 200? Boah. Das hat den Flair verloren. Das ist eigentlich nur noch die Kamera. Wenn die da oben nicht wären, wäre das doch nicht. Okay. Das war was. Es war wirklich schön. Es war wirklich familiär, muss ich sagen. So, also das ist Christian Schlegel, der selber hier mal gearbeitet hat und uns jetzt gerade im Frauen-Event ein bisschen was darüber erzählt. Also das, was wir als Gigaset im Haus haben, das war damals dann, die ging nicht weit, die hatten 40 Meter Reichweite. Deswegen musste man überall versuchen, diese Antennen zu erreichen. Unten hängen noch welche. Unten in den Ding drin. Ja, ab und zu sieht man sowas noch. Ja, ich kann es vielleicht zeigen, wenn die Treppe runtergeht. Ja, die hängen noch drin. Genau, und wenn Sie jetzt hier durchlaufen, werden Sie überall links und rechts noch diese kleinen Kabinen sehen. Manchmal ist es auch wirklich nur noch ein leerer Raum, manchmal stehen dann irgendwelche Sachen zum Lagern drin oder Sie sehen auch noch oben die verschiedenen Banken, die da noch ihren Namen draufgeklebt haben, werden aber so natürlich nicht mehr gebraucht. Hier sieht man dann auch, der Rentenhandelssaal, also ich bin jetzt auch nur Anleihen drauf. Das sah früher auch mal auf dem Parkett aus. Also das Parkett sieht erst seit 2006, 2007 so aus, wie es jetzt aussieht für den weißen Moment. Vorher standen auch diese roten Maklerschranken dort unten. So. Noch ein Eindruck mit bewegten Bildern hier von Frankfurt. Von unserem Rückweg zur OBS, wo uns drei hochkarätige Vorträge und ein sehr leckeres Abendessen erwartet.
So, und bevor ich jetzt ins Bett gehe, möchte ich euch noch einmal einen kurzen Einblick über das Zimmer zeigen. Hilton in Frankfurt. So, das ist es. Jetzt gehen wir mal kurz zum Fenster. Oh, der Schreibtisch ist ja auch mal klasse, oder? So. So, was haben wir denn hier für einen schönen Blick? Einmal Frankfurt bei Nacht. So gut es geht. So, besser geht's. Oh, hupsala, was gestürzt. So, besser geht's nicht. Ja, kurzer Eindruck vom Hotel. Und ja, gut, warte mal, jetzt machen wir mal eben hier Badezimmer. Hier die abgestellten Klamotten, schön mit Schwimmtasche, damit ich auch morgen ins Schwimmbad gehen kann. Und hier, ach, guck, auch sehr nett. Auch sehr nobel, wo ist denn der Lichtschalter? Licht. Ne, das war schon mal nicht der Lichtschalter. Wo ist denn der Lichtschalter? Hier. So. Schöne Heckdusche. Habe ich auch noch nie gesehen in dieser Art. Also, klasse. Und das Übliche. Aber so von der Art her echt toll. Mit Dusche und Bad. Sehr schön. So, ja, das ist einmal jetzt gleich der Blick aus dem Zimmertrakt. Hier hinter mir zum Beispiel, ja, Zimmertrakt. In die Mitte, da fährt gerade ein Aufzug runter, oder zwei sogar. Da unten ist der Frühstücksbereich. Hier links so ein ja, kleiner Aussichtsbereich, also der Sitzbereich. Dann gibt es im ersten Stock, und das werde ich jetzt mal rausfinden, irgendwo ein Schwimmbad und Saunabereich. So, und heute ist Samstag. Und die Training Masters, das Event ist jetzt natürlich seit gestern rum. Meine Stimme ist weg. Und ja, ich werde mir jetzt noch einen entspannten halben Tag hier gönnen. Also ich gucke mir jetzt erstmal an, wie der Saunabereich natürlich ist. Und wenn der gut ist, ja, dann mache ich das. Gut, und aufs Frühstück bin ich auch schon sehr gespannt. Also wie gesagt, da unten, wir werden sehen. So, jetzt machen wir noch mal ein kurzes Frühstücksvideo. Also hier gibt es Infused Water. Ja, das kannte ich noch nicht. Also einfach Wasser mit Apfelstücken oder Zitrone und Orangenstücken. Dann verschiedene Säfte. Hier ist noch mal Tomaten- und Grapefruitsaft. Dann die verschiedensten Milchsorten. Cerealien, Bananenchips, Mandelsplitter, Rosinen, Kürbiskerne, Kokosraspeln, Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Schokoladenpops und so weiter und so fort. Hier nochmal ein kleiner Milchshake, dann die verschiedenen Joghurtsorten. Dann hier Honig, auch hochspannend, Honig aus der Wabe. Oder hier Honig mit Kräutern. Normaler Honig oder auch Honig mit Zimt. Kann man dann hier in so kleine essbare Verpackungen packen. Das finde ich auch ganz toll, weil es einfach umweltfreundlicher ist. Dann auf der anderen Seite Croissants mit Käse oben und unten Schinken. Dann Äpfel, Mandarinen und Bananen. Oder auch vorgefertigt schon verschiedenste Obstsorten. Also Obstsalat, Melone, Ananas, Aprikosen, Kiwis. Sehr schön. So, dann hier nochmal Bananensmoothie, ein kleiner Eierkuchen, Bananenchips, Bananen selber. Dann eine Käseauswahl, frische Gurken, frische Tomaten, Frischkäse, geräucherter Lachs, Rohschinken, gekochter Schinken, Geflügelaufschnitt, Sahne mit Rettich, Salami. Dann die Brotecke. Brotecke, hier unten ein Fladenbrot, alles schön zum selber schneiden. Die verschiedensten Brotsorten. Toastbrot, das hier im Toaster geröstet werden kann. Verschiedene Brötchen.
So, dann gibt es hier die warme Ecke, Eier, gekochte Eier, 5 Minuten oder 10 Minuten, dann Rührei, gebratene Pilze, Nürnberger Rostbratwürstchen, Ketchup, verschiedenste Soßen, Senf, Schinken, Kartoffelspalten und Baked Beans. Und dann hier nochmal, auch ganz toll, zum selber machen Waffeln mit Vanillesoße, mit Puderzucker oder hier auch Pancakes. Ja, und dann schließlich noch eine echt coole Teegalerie mit allen möglichen verschiedenen Sorten. Darjeeling, verschiedene grüne Tees, Pfefferminztee, Kräutertee, alles schön. Lecker, lecker, lecker. Ja, das ist also das Frühstück im Hilton Hotel. Jo, also, das war jetzt der Eindruck. Und ich wünsche euch alles Gute. Das war ein ganz klasse Trading Master Event. Ich sage danke an das Trading Master Team, danke an die Comdirect, danke an die UBS und an die Börse Frankfurt. Und denkt dran, liked das Video bzw. liked meinen Kanal und bekommt mit, welche Trades ich jetzt noch in den letzten Tagen, Wochen der Trading Masters mache. Und alles, alles Liebe und viel Erfolg euch. Tschüss!